Ja, liebe Gemeinde, es ist mir eine Freude, heute unter euch zu sein. Wir haben uns länger nicht gesehen. Ich war bei Einweihung dieses Hauses. Und jetzt ist so gekommen, dass die Möglichkeit wieder da ist. Und ich, meine Frau, wir sind da, konnten euch wieder besuchen. Und ich freue mich besonders, dass die Saal, die Bänke voll sind. Was sagt das? Gottes Geist wirkt. Er ist am Arbeiten. Er zieht heute immer wieder Seelen dazu. Nicht wir, er macht das. Ihm sei die Ehre. Wir haben heute ein Lied gesungen von der Liebe Gottes, die über alles ist. Und diese Liebe geht durch die ganze Bibel von Anfang bis zu Ende. Gott in seinem Wort hat sich immer erklärt den Menschen, dass er sie lieb hat, dass er ihnen helfen will, dass er sie retten will, die gefallen sind. Immer wieder hat der Geist Gottes an den Menschen gearbeitet, um sie zu erreichen. Und heute ist dieses Wort nicht einfach so, dass wir es wollen. Es will Gott, dass du heute dieses Wort hören musst und willst und sollst. Das ist ganz wichtig für euch und für uns allen, für mich, für uns allen. Und in Johannes Brief, Kapitel 3, Vers 16 steht so: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich denke, die Reihenfolge haben wir schon gemerkt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, er, und dann wirkt er auch. Ja, durch seine Liebe redet er uns an und möchte jeden Mensch, dass er gerettet soll sein, dass er nicht verloren geht, dass er nicht untergeht mit dieser Welt zusammen. Wir wissen, es gibt Gerettete und es gibt die, auch verloren gehen. Leider. Trotzdem, dass Christus gestorben ist, wenn sie ihn nicht annehmen, gehen sie verloren. Ich habe gedacht an zwei Beispiele gerade, wo ich nach diesem Wort nachgedacht habe. Und da sind sie mir wieder so ganz frisch gekommen, diese zwei Beispiele. Ich habe einmal noch in Russland, da kam in meiner Hand eine Broschüre und da war ein Zeugnis über einen Jungen geschrieben. Er wurde ein weises Kind in einem Dorf, noch alte Zeiten, früher, nicht jetzt. Und die Dorfbewohner beschlossen sich, diesen Jungen zu ernähren. Und er von seiner Seite hat alles gemacht, was in seinen Kräften war. Im Winter Schnee geschoben, so immer wieder. Hat ein kleines Häuschen von der Mutter übrig geblieben, von den Eltern. Und da hat er gewohnt und die Dorfbewohner sorgten für ihn. Und im Sommer weidete er das Vieh von dem Dorf, trieb die Kühe so auf den Weide raus, passte auf und brachte sie abends wieder zurück. Und eines Tages, als er so gesessen hat auf dem Gipfel, auf das Vieh, auf die Kühe aufgepasst hat, merkte er, da kommt ein junger Mann. Er kannte ihn gar nicht. Er kam zu ihm zu und hat gefragt, wie weit es zu diesem Dorf noch ist. Da sagte er, so weit. Und er fragte ihn, wer sind Sie? Er sagte, ich bin ein Evangelist, ich predige das Wort Gottes. Und er fragt dieser Junge, können Sie mir auch predigen? Das war ein bisschen so nicht passend, ungewohnt. Und er sagte, gut, predigen kann ich dir nicht, aber ich will jetzt die Bibel was vorlesen. Und so las er von dieser Liebe Gottes, was Gott für uns Menschen alles getan hatte. Und gerade diesen Vers, den ich jetzt vorgelesen habe, der sehr Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit das alle errettet sind. Als er das gelesen hat und ihm erklärt hat, dass Jesus für ihn gestorben ist, mit einmal brach der Junge aus im Weinen, fiel nieder auf die Erde und weinte bitterlich. Dieses Wort hat ihn ergriffen. Er hat so schnell als Kind hat er sich gleich angenommen im Glauben und hat es für sich verwendet. Gott hat mich so sehr geliebt und hat sich bekehrt. Da kam ein neues Leben. Christus kam in sein Herz hinein. Hier sitzt dieser junge Prediger. Da schaut diesem Jungen an. Und dann geht er in sich und sagt, und ich habe so noch nie geweint. Das heißt, die Theorie hat er gekannt. Aber innerlich war er nicht bekehrt.
Mein Lieber, wir können alles wissen über Gott. Aber wenn du dich nicht zu ihm bekehrst und ihm dein Herz hineinlässt und Buße tust über dein Leben, ist das alles vergeblich. Du kannst jeden Tag Gottes Wort hören. Das leitet dich zu Buße, zu Bekehrung. Aber wenn du Jesus dein Herz nicht hineinlässt, hilft dir das auch gar nicht. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Und er liebt sie heute noch. Er liebt dich und mich. Du bist wichtig in seinen Augen. Ganz besonders wichtig. Egal wie alt du bist. Jesus, Gott hat das so gewollt, dass du heute das Wort auch hören sollst. Und dann noch ein kleiner Beispiel. Gottes Wort und Gottes Geist verändert Menschen. Ich habe das auch mal gelesen, war mir auch wichtig. Ein Mann, der eigentlich ein weltliches Leben geführt hat und war ganz brutal in der Welt. Ein Kräftiger. Er kam eins in Gemeinde, hat das Wort Gottes gehört und bekehrte sich. Er nahm Jesus an in sein Herz. Und es kam einmal ein Zwischenfall, wo in der Stadt so, wo gewandert hat und dann, sag mal so, wo vieles alles so verkauft wird, so ein Bazar, war das russisch gesagt, und da heute in Deutsch weiß ich gar nicht wie. Auf dem Markt, ja, ja. Auf dem Markt kam, und da kam es zu Auseinandersetzung mit jemandem. Und dieser Bruder, der noch jetzt bekehrt wurde, der so kräftig, packte einem so einen Kragen und er wollte ihm schon schlagen. Und gut, dass da noch ein Bruder war, der das gesehen hat. Der kam schnell dazu und sagt zu ganz ihm so in Ohr, du bist doch ein Mann Gottes. Wo er das gehört hat, mit einmal hat er diesen Mann gehen lassen, hat sich sogar entschuldigt. Du bist doch ein Mann Gottes. Du bist doch anders. Du kannst nicht mehr so sein, wie die Welt ist. Das Alte ist vergangen. Es muss alles neu werden. Meine Lieben, auch dieser Zwischenfall hat mir auch viel gesagt. Ist bei mir alles neu? Vielleicht zeigt sich mein Mensch immer wieder noch, wie er war. Und es ist nicht so einfach, ihn abzulegen. Du bist ein Mann Gottes. Dich hat Gott errettet. Du bist anders. Und Gott will, dass du anders wirst. Dass wir ganz andere Augen sehen, diese Welt. Dass wir für Menschen, die uns nicht lieb haben, beten. Dass wir sie in Gebet vor Gott bringen. Das ist so, so wichtig für uns. Und ich möchte uns noch aus 1. Johannes, Kapitel 2, ab Vers 15 bis 17 lesen. Nee, Kapitel 3, ab Vers 2. Erste Johannes, Kapitel 3, von Anfang lesen wir den ersten Vers auch noch. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wer er offenbart wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, genau wie er rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden wegzunehmen, und es ist keine Sünde an ihm. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen, noch erkannt. Ich glaube, ein bekanntes Wort, aber das hat viel zu sagen. Ich habe mehrmals zu Hause dieses Wort durchgelesen. Und das hat mich immer wieder so mitgenommen. Ich habe gesagt, dieses will ich heute predigen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Ist das nicht die Liebe Gottes? Nicht wir selbst, er hat es uns gegeben. Er hat uns durch seinen Geist an sich gezogen
und wir kamen zu ihm. Wir dürfen ihm danken dafür, dass er so viel Liebe zu mir gehabt hat und heute noch hat. So viel Liebe, dass ich wirklich von dieser Liebe so ergriffen bin, dass ich einfach muss, ich will zu ihm kommen, weil ich weiß, er ist für mich gestorben. Er liebt mich. Egal, was in meinem Leben passiert. Aber ich weiß, wo ich hinkommen soll, wo ich hingehen soll. Darum kennt die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Das ist der große Unterschied zwischen Welt und ein Christen. Die Welt kennt uns nicht. Die kann uns ohne Christus nicht verstehen. Deswegen urteilt die Welt vielmals über Gläubige ganz anders, weil sie kennen das ja gar nicht. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder geworden. Was wir sein werden. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbar wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden sein, wie er ist. Kannst du das glauben? Das ist kaum zu glauben, nicht wahr? Dass wir sein werden, wie er ist. Wir sind seine Kinder. Er arbeitet mit uns, er zieht uns zu sich. Und eins sein, wie er ist, bei ihm, zu Hause sein. Bist du bereit dazu? Merkst du diese Führung Gottes? Merkst du diese Arbeit Gottes in dir durch sein Wort? Er arbeitet immer wieder an uns. Wir brauchen uns nicht so hinstellen und sagen, ich bin jetzt vollkommen. Ich bin jetzt so, wie Gott mich haben will. Du wirst immer wieder feststellen, dass wir nicht vollkommen sind. Dass die Sünde manchmal noch Macht hat, dass die Sünde uns vielmal angreift und wir sind nicht imstande, Widerstand zu leisten. Aber einer ist, der für uns gestorben ist. Und wenn wir in seinem Namen zu ihm kommen und seine Gnade annehmen, dann bewahrt und beschützt er uns. Dann reinigt er uns immer wieder aufs Neue. Er vergibt uns unsere Sünde. Und zieht uns in seine Liebe wieder näher zu sich. Ist das nicht gewaltig? Und das macht er. Wir sind seine Kinder. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, genau wie er rein ist. Hier geht es um Reinheit von Sünde. Jeder, der immer erkannt und der von Gott erkannt ist, der kann nicht sündigen. Darf nicht, aber es passiert, wie ich schon gesagt habe. Und da ist das Blut Jesu Christi auch für uns geflossen, das uns reinigt. Wenn wir wieder zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus Christus, da bin ich. Verzeih mich, reinige du mich. Und er reinigt uns, dass wir so rein sind wie er. Und jede solche Hoffnung hat, der reinigt sich selbst, genau wie er rein ist. Können wir so sein? Ja, in Christus ja. Und er wird uns reinigen, zu sich ziehen und werden ihm gleich sein. Ist das nicht gewaltig? Die Bibel hat so ein Wort und so kräftig redet er heute auch zu uns, zu mir, zu jedem von uns. Aber weiter ist so, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und die Sünde greift uns vielmal noch an. Und das ist auch Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünde wegzunehmen, und es ist kein Sünde in ihm. Oh, auf diesen Vers dürfen wir stehen. Er ist gekommen, unsere Sünde wegzunehmen, und er nimmt sie weg. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen, noch erkannt. Wie sollen wir das zusammengreifen jetzt? Wenn er in ihm bleibt, der sündigt nicht. Das ist eine Bleibe in Christus. Und es ist so wichtig für uns, wenn du und ich, wir merken, dass wir zu schwach sind, vielleicht da widerstehen. Etwas greift uns an in Gedanken, in Taten. Etwas müssen wir jetzt entscheiden. Und wir wissen ganz genau, was Gott will und wir wissen ganz genau, was ich will. Und jetzt kommt diese Auseinandersetzung. Was soll ich da tun?
Wer gewinnt jetzt in mir? Gewinnt mein Ich? Gewinnt das, was ich ganz genau weiß, ist Gott nicht wohlgefällig, aber will es so sehr? Oh meine Sinn, das ist manchmal nicht einfach. Aber wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und das ist gerade dieser Schlüssel zu Sieg. In ihm bleiben und dann sagen, ich weiß, Herr, du willst das nicht. Gib mir Kraft, das zu lassen und in dir bleiben. Das tun, was du machst. Es ist ein Kampf. Aber in diesem Kampf wirst du einen Sieg erhalten, wenn du in ihm bleibst, nicht herausgehst. Nicht alleine anfängst zu handeln, zu wirken, zu machen, sondern auf die Knie gehst und sagst, Herr Jesus Christus, da bin ich. Ich bin schwach, ich kann nicht bestehen, aber du kannst. Ich weiß, was die Wahrheit ist. Du siehst, ich bin angefochten, vielleicht etwas tun, was ich will, aber ich weiß, du willst es nicht. Wie wichtig ist es, solche Fragen immer wieder mit Christus zur Regel zu machen. Und er wird uns die Kraft geben. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Das heißt, wer mutwillig, freiwillig sündigt, auch zu solchen gibt Gott Gnade. Der hat ihn nicht erkannt, so richtig erkannt, wie er ist, weil er noch auf sich selbst baut. Aber wenn wir auf uns bauen, werden wir nicht bestehen. Wir müssen immer wieder zu ihm im Gebet kommen, ihm erkennen, wie er ist und seinen Namen verherrlichen. Gott segne uns in diesem. Schenke uns Gnade, wirklich nicht nur Wissen, sondern auch Leben in diesem Geiste, der uns erfüllt, der von Gott ist, der uns auch weiterführen will. Und dass wir auch eins alle in die Ewigkeit uns treffen, bei unserem Vater Jesus Christus. Er ist für dich und für mich gestorben. Wir wollen ihm loben und preisen für dieses Opfer und bitten, dass er uns auch weiter erbaut in seinem Geist, dass wir ganz sein sind und am ihm uns verlassen. Auf diese Liebe Jesu Christi dürfen wir bauen. Amen. Wir wollen beten.